nicht unrealistisch, dass es dann wirklich so ist. Es muss also ein anderes Geheimnis noch in diesem Text liegen. Und wenn ich darf, würde ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen, diesen Text nochmal anders zu buchstabieren. Ich möchte die seelsorgerliche Seite dieses Textes hervorheben. Diese seelsorgerliche Seite im ersten Teil: seid fröhlich, seid aller Zeit fröhlich. Ich kann es lesen als Gesetz, wo Gott sagt: Hey Paul, stell dich nicht so an, schau auf die Ewigkeit, die 50 Jahre, die 60 Jahre, die 70, die 80, wie viel hast du noch, wie viel willst du noch, die kriegen wir schon rum. Aber dann kommt erst das Wunderbare. Aber ich glaube, neben diesem Gesetz, neben diesem Gebot, sei positiv eingestellt, schau das Leben von der Ewigkeitsperspektive, gibt es noch einen anderen Teil. Nämlich, wenn ich den so sehe und mal ranbeame, dann steht doch als Verheißung, als Zuspruch dort: Seid alle Zeit fröhlich, denn das ist der Wille Gottes. Wenn ich eine Umfrage heute hier machen würde, sag mal, beschreib mir mal ein paar Charaktereigenschaften von Gott. Da kennt er raus: langmütig, demütig von Herzen, wie der Herr Jesus war. Er ist voller Erbarmen, er ist allmächtig. Aber die wenigsten von uns würden sagen, es ist ein unheimlich fröhlicher Gott. Stimmt? Aber Gott freut sich, das lese ich an vielen Dingen, er freut sich über dich. Gott kann sich unheimlich freuen wie ein cooler Keks über seine Schöpfung, wenn er sagt: Wow, das ist gut, das ist sehr gut. Jetzt muss man einmal rausgucken, wenn der Schnee weg ist und die Sonne wieder scheint, ist doch stark, oder? Was Gott so einfach machen kann, absolut genial. Gott sagt: Ich bin fröhlich von Natur aus, das ist Teil meines Lebens und ich wünsche mir für euch, dass ihr unheimlich fröhlich seid. Das ist ein Ziel, das ich euch wünsche. Gott sagt als Verheißung: Seid allezeit fröhlich, denn das ist der Wille Gottes an oder für euch, je nachdem, welche Übersetzung ihr lest. Und der Teil, der da hinterher kommt noch: Weil wir nach der Umsetzung suchen, ist doch ganz klar, das wird möglich oder greifbar durch Jesus Christus. Und so heißt der ganze Vers doch, wenn ich mal die Zwischenpassagen rauslasse: Seid allezeit fröhlich, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Das gibt mir dann Mut, wenn ich dahin komme zu den Eltern. Na, ich muss vielleicht ausholen, ich hatte einen guten Freund, mit dem habe ich so ziemlich alle Dummheiten gemacht, die man als Junge machen kann, bis zum 14., 15. Lebensjahr. Ich habe zusammen mit ihm Fahrradventilchen geklaut. Ich habe zusammen mit ihm die Bude durcheinander gebracht. Er kriegte die Sänge, ich kam leer da aus, weil ich ja von der Nachbarschaft war. Es gab keine Dummheit, die man als Junge nicht machen kann, die ich mit ihm nicht gemacht habe. Ich bin nach Berlin gegangen, er blieb in der Heimat. Aber eines Tages kommt er in eine Lebenskrise hinein und legt sich in die Badewanne, schneidet sich die Pulsadern auf. Wird noch gefunden, kommt in die psychiatrische Klinik, ich besuche ihn, spreche noch mit ihm, ich rede über die Güte Gottes, aber als die Tabletten abgesetzt worden sind, kriegt er einen Schub, reißt das Fenster in der Psychiatrie auf und springt raus. Und dann komme ich zu den Eltern und sage: Ja, ich kann nur mit euch weinen, weil ich glaube, auch Gott will mit uns weinen, das sehe ich beim Herrn Jesus, wenn er über Jerusalem weint. Wenn er Mitleid mit den Leuten hatte, die zu ihm kamen, wenn sie waren wie eine Gemeinde ohne Hirten, dann lese ich, er hatte alles Erbarmen, aber nicht um dabei stehen zu bleiben, um eine sentimentale Struktur hervorzurufen, sondern zu sagen: Kommt mit, ich bin gekommen, dass ihr Leben haben dürft. Und er ruft heraus, nicht zum positiven Denken, sondern zur Anteilnahme, zum Mittragen, zum Weitergehen. Wir dürfen fröhlich sein in Jesus Christus. Wir müssen nicht heucheln. Wir können sagen: Jetzt ist Zeit des Trauerns. Es gibt Zeiten zum Lachen, es gibt Zeiten zum Weinen, so sagt es die Schrift. Aber Gott hat das Ziel, dass ich die Fröhlichkeit wieder ererbe. Ich gehe den zweiten Teil, und die Kenner von PowerPoint-Präsentationen, die wissen ja, was jetzt kommen muss. Jetzt kommt die Wiederholung mit einem anderen Untertitel.
Ihr kommt, wir sollen beten ohne Unterlass. 24/7 Prayer Time. Richtet eure Gemeinde ein, macht Gebetslisten, damit Erweckung kommt. Kleiner Tipp, als einer, der vieles probiert hat. Ich sage mal was ganz Frevelhaftes. Ich glaube nicht, dass Erweckung kommt, wenn wir mehr beten. Weil dann würden alle Beter die Ehre bekommen. Und nicht Gott. Ich glaube, wenn wir mehr beten, dann ist es der erste Gnadenerweis Gottes. Das ist der Beginn der Erweckung an uns. Wenn Gemeinde wieder wach wird. Aber wenn ich doch beten soll. Ihr Lieben, komm Herr Jesus, sei du mein Gast und segne, was du mir beschert hast. Und dann renn mit dem Hähnchen. Das ist es doch so, oder? Das Kindergebet. Herr, lass deinen Segen über unsere Teller fegen. Lieber Gott, mach flott. Das sind doch eigentlich unsere Gebete, oder nicht? Und alles, was nachher länger geht, ist manchmal so tibetanische Gebetsmühle. Das hat mehr was mit olympischem Geist im Beten zu tun, als wirkliche Hingabe. Weil ich glaube, aus uns heraus schaffen wir diese Frömmigkeitshürde nicht. Wir brauchen das, dass wir beten ohne Unterlass, nicht als Gesetz oder Befehl, dann hauen wir die Hacken zusammen und halten es einen Monat durch, aber länger bitte nicht. Sondern wir brauchen das, dass wir das ermutigt erfahren von Gott als Zuspruch. Betet ohne Unterlass, denn das ist der Wille Gottes für euch. Das heißt, wir haben einen Gott, der Kommunikation pflegen möchte mit uns. Und wenn wir dann in die Heiligkeit Gottes kommen, dann knie ich, weil die Heiligkeit Gottes sich offenbart. Wenn ich höre, dass er anfängt mit mir zu reden, verändert sich meine Situation. Ich kann nicht auf Befehl beten. Das muss ich als Pastor immer am Anfang, in der Mitte und am Ende des Gottesdienstes. Und oft denke ich mir, hoffentlich wiederhole ich mich nicht so häufig, weil das sagt die eine oder andere Oma, das hat er schon immer gebetet. Aber es ist ein Unterschied, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Wenn ich verstehe, wie sehr Gott an der Kommunikation mit mir interessiert ist und nicht am Leistungsdenken, dann wird auf einmal während dem Autofahren was geboren, wo ich sage, wow, Herr, wie groß ist deine Schöpfung, wie bist du genial, danke, dass ich dich zum Chef haben darf. Und dann legt die Bibel hier noch einen drauf, natürlich, durch Jesus Christus haben wir auch noch einen Vertreter bei Gott, wenn es mal nicht so läuft. Ich habe ja nur das Vorrecht gehabt, 3 Kinder großziehen zu dürfen. Und Kinder haben so die Angelegenheit oder die Angewohnheit, dass die Erwachsenen mächtig nerven können. Papa, du nervst und ich sag du auch. Also war es in jungen Jahren so üblich, später mit 14, 15 hat er dann nachgelassen, dass du als Elternteil, wenn die geschlafen haben und im Bett lagen, nochmal Vision für ein friedliebendes Kind bekommen wolltest. Also bist du hingegangen. Und dann stehst du am Kinderbett und guckst da rein und willst dem Herrn gerade preisen, dann hebt der Junior seinen Kopf und sagt, Papa, soll ich dir mal was sagen, was dir heute nicht aufgefallen ist? Es gibt keinen größeren Liebesbeweis als das. Dass ein Kind kommt am Abend und mir als Vater sagt, Papa, ich habe was Schlimmes getan, das ist dir gar nicht aufgefallen, aber ich will es dir doch sagen. Das ist für mich Gebet. Das habe ich oft verglichen damit, wenn ich gesagt habe, Herr Jesus, ich möchte zu dir kommen am Abend, wenn meine Gedanken zur Ruhe kommen und möchte dir sagen, gib mir acht, vielleicht ist dir das nicht aufgefallen, aber ich habe gelogen.